Herzlich willkommen, liebe Autarkie-Enthusiasten und Blackout-Skeptiker und auch alle, die was nur glauben, dass die akademische Welt da draußen wirklich was in die Reihe bekommt. Heute ein wenig Kritik an den akademischen Freunde, nichts für ungut. Ich bin wieder bei den lieben Christoph und seinem Vater und hier wird nicht nur aus Tesla Modell S Batterie Do-it-yourself Batteriespeicher gemacht, hier werden nicht nur die coolsten Windräder gebastelt, es kommt noch eine Draufgabe. Diese Herrschaften haben es wirklich geschafft, sich selbst einen Holzgasreaktor zu bauen. Ja, keinen Kernreaktor aus Holzgas. Ihr seht es hier im Hintergrund. Hier liegen Berge an Holz. Und ich werde mal kurz da ein Stückchen reingehen. Hier läuft nämlich ein Opel-Verbrennungsmotor, der aus mit Holzgas betrieben wird. Das heißt, wir haben hier eine Technologie, wie sie um den Zweiten Weltkrieg sehr wohl gut verwendet wurde und auch umgesetzt wurde. Das ganze Wissen ist inzwischen verloren gegangen, aber es gibt wirkliche wahre Do-it-yourself-Künstler, die was wieder das alte Wissen ausgegraben haben und das auch umgesetzt. Und ich werde euch mal eine Anlage zeigen. Es geht hier drin relativ laut zur Sache. Hier ist er, der Opel, ein Benzinmotor. Der wird hier mit Holzgas betrieben. Das heißt, die Energieform ist hier Holz. Das ist für den Start die Sauerstoffregelung, damit das Ganze auch gut in der Verbrennung funktionieren kann. Das macht dann die Anlage automatisiert. Hier ist der Generator, in dem Fall ein normaler Motor. Dieser Motor läuft asynchron, das heißt, er kann nur Strom produzieren, wenn das Netz ansteht. Ist keine bürstenlose Maschine. Das ist der Regelungsschaltschrank, aktuell rund 9,6 Kilowatt elektrische Energie, die was hier eingespeist wird ins Stromnetz. Die Anlage hat auch schon ordentlich Betriebsstunden absolviert und natürlich zeigen wir auch euch, wie es da drin im Schaltschrank ausschaut. Hier geht es ordentlich zur Sache. Hier hat der Christoph vorher angezündet, ob das Holzgas schon die Qualität hat. Und jetzt wird es Zeit, dass ich euch den Holzgasreaktor zeige. Freunde, do it yourself in der Königsklasse. Hier hinten haben wir den Rohstoff. Hackgut, grob gehacktes Hackgut ist da, der Rohstoff. Das heißt, hier aus diesem Hackgut wird Holzgas produziert, liebe Freunde. Man könnte natürlich auch damit Fahrzeuge betreiben. Ganz coole Leute in Schweden oben machen das noch so. Die haben hinten ihre Anhänger und die fahren dann mit ihren Benzinmotoren auf Holzgasbasis. Das Ganze wird hier dann raufgechippert über diese Förderbänder. Diese Förderbänder beschicken dann oben quasi diesen Vorreaktor. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich hier keinen Blödsinn sage. Wirkliche Experten werden das natürlich besser wissen. Das heißt, da oben kommt das einmal quasi zur Vortrocknung rein, das ganze Zeugs. Das wird dann runter gemischt und der wirkliche Holzgasreaktor ist im Prinzip da unten. Das ist diese Baugruppe, die was das Holz vergast und dieses Gas geht dann direkt rein zu diesem Verbrennungsmotor, zu diesem Opel-Benzinmotor und das macht das Wunderbare, nämlich aus Gas wird Strom, aus erneuerbaren Energiequellen, sprich in diesem Fall Holz. Und Holz gibt es hier überall zu Genüge. Wir sind hier in der steirischen Almenland unterwegs. Und da hinten ist der Generatorraum. Also Freunde, wir sprechen hier. Hier werden Tesla Modell S Batterien. Hier wird auch Photovoltaik. Einige kW installiert. Ich glaube, summa summarum 10 Kilowatt. Da hinten oben das Windrad. Vielleicht mag das Helferlein das Windrad-Video einblenden. Und hier im Prinzip ist die
Maximal Peak 15 kW Anlage, die was aktuell knapp 10 kW Leistung vollbringt. Das heißt, aus Holz wird hier Gas gemacht und aus diesem Gas wird elektrische Energie gemacht. Das wäre natürlich auch eine Antwort an den Präsident Wladimir Putin, dass wir hier in der Steiermark durchaus in der Lage sind, uns von Gas unabhängig zu machen. So Freunde, und da oben ist der Auspuff. Da kommen im Prinzip absolut CO2-neutrale Abgase raus. Also dass hier nicht alle was zu jammern haben. Man kann hier mit diesem Werkstoffmaterial Holz wirklich auch real Energie gewinnen. In unserem Fall elektrische Energie. Natürlich, man könnte das Ganze noch über einen Wärmetauscher tauschen. Das heißt, das wird hier auch vollbracht. Hier wird das Ganze noch über einen Wärmetauscher genutzt, damit im Prinzip die Abwärme aus der elektrischen Energie werden die ganzen Gebäude geheizt. Also Freunde, man muss nicht an einer technischen Universität studiert haben und ewig lang gescheit daherreden. Wir brauchen in Zeiten wie diesen wieder Macher. Ja, ihr seht es, diese Anlage ist absolut sauber unterwegs. Ich habe es an Betriebsstundenzähler gesehen. Das pfeift alles. Natürlich, die Kollegen haben da, der Christoph und sein Vater haben da ewig herumgekämpft. Das ist nicht ganz im Vorbeigehen geschehen, aber man sieht, man muss nicht unbedingt studiert haben, um auch was umzusetzen, was funktioniert, Freunde. Ich muss eins sagen, ich ziehe als Mr. Mining meinen Hut vor diesen Menschen. Ich habe natürlich auch in meinem Leben Blockheizkraftwerke auf Pflanzenölbereich umgesetzt, auch genug Zeit dort verschissen, aber man sieht es schon, ein Weg, ein Ziel, es ist durchaus möglich und dann braucht man nicht dieses Gejammer, was da heute für utopische Ideen sind, sich irgendwie heute Standard B unabhängig von russischem Gas zu machen. Hätte Energie immer das gekostet, was es wert wäre, hätte man auch solchen Menschen nicht mit behördlichen Auflagen nicht nur Steine in den Weg geräumt, ja, dann würden wir heute viel weiter sein und würden wir diese ganzen alten Technologien, wie sie doch in den 40er, 50er Jahren bei uns absolut State of the Art waren, nicht vergessen haben. Ja, das ist halt die traurige Wahrheit. Aber ihr seht es, der Mr. Mining ist überall in der Gegend unterwegs. Und das Spannende, man soll es nicht glauben, still und heimlich, überall um die Ecke gibt es noch so wirkliche, wahre Do-it-yourself-Künstler. Und in diesem Sinne sage ich danke für euer Zuschauen. Ich freue mich, wenn es in der Kommentarleiste das eine oder andere reinschreibst, ob euch das gefallen hat. Wenn es was ist, hoffe ich, dass der liebe Christoph dann die Kommentare beantworten wird, weil der hat dann natürlich fachkundigerweise mehr Know-how. Ich komme zwar aus der Dieselaggregat-Notstrom-Szene, bin da relativ gut, fast eine Koryphäe, würde ich behaupten. Versuche jetzt gerade mich im Bereich der Off-Grid-Inverter, im Bereich der Batterietechnik noch weiterzuentwickeln und euch einiges zu zeigen. Aber das hier ist ein eigenes Metier. Ich kann nur einen Dieselmotor oder einen Gasmotor dementsprechend befeuern. Hier ist die Kernkompetenz, das hochwertige Holzgas zu produzieren, weil das ist doch nicht so einfach, wie es ausschaut. So, aber jetzt verschüsse ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne, habt eine wunderbare Woche. Euer Mr. Mining. Tschüss, Baba. Das da unten ist der Abgaswärmetauscher.
Unser Christoph hat mir noch gesagt, dass die Abwärme, einmal habt ihr es gesehen, über diesen Gebläse da drin von einem Raum genutzt wird und das Warmwasser, wo auch die Gebäude geheizt werden, wird hier zusätzlich noch einmal in diesen Wärmetauscher verarbeitet. Hier ist die Idee, dass man einfach diese Heuballen schneller trocknen kann, also auch wirklich von der ganzen Wärmeenergie das Ganze grenzgenial genutzt wird.